Rihanna. Die Radio Leipzig Sonderfahrt. Unterwegs mit den Leipziger Verkehrsbetrieben. So, und wir alle zusammen dürfen jetzt erstmal einen schönen Donnerstag, einen heißen Donnerstag nach Mittag wünschen. Und ist ja schon eine schöne Tradition, dass wir uns nette Gäste einladen an diesen Sonderfahrt nach Mittag. Gäste natürlich von den Leipziger Verkehrsbetrieben. Der Personalleiter der LVB ist heute bei uns, Peter Müller-Marschhausen. Erst nochmal hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Tag, Herr. Es gibt was Neues. Das heißt, das eine gibt schon, das andere wird es ab morgen geben. Und zwar Aushänge und Plakate in den Straßenbahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe. Was sind das für Sachen? Ja, es geht zum einen um das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ein Plakat, was wir in eigener Sache rausgeben. Ein buntes Plakat. Und da weisen wir explizit nochmal darauf hin, dass es uns als LVB, als Leipziger Verkehrsbetriebe, eben um eine Balance geht, die wir als Unternehmen erreichen wollen zwischen Mensch, Umwelt und Wirtschaft. Und wir eben nicht nur auf den kurzfristigen Euro schauen. Im Sinne dessen, dass ja auch was bleiben muss. Also im Sinne dessen, dass Sie auch eine Verantwortung haben gegenüber den Leipzigern und sagen, wir sind eben mehr als einfach nur ein reines Wirtschaftsunternehmen. Genau, wir sind ja schließlich auch ein kommunales Unternehmen und damit haben wir eine ganz besondere Verantwortung für die Bürger der Stadt Leipzig. Dann gibt's aber noch was, und zwar als Fahrer der Unternehmensgruppe der Leipziger Verkehrsbetriebe bin ich immer bestrebt. Das ist der zweite Aushang, ja? Wenn ich den ja, hier, genau. Sie haben den mal mitgebracht, das ist sehr schön. Das heißt, das sind verschiedene Punkte, wo eben die Fahrer der Leipziger Straßenbahn sagen, das sind so die Dinge, die für mich besonders wichtig sind. Genau, und das ist eine Sache, die aus den Fahrern, aus der Fahrerschaft selbst entstanden ist. Toll. Und wo die Fahrer sich eben auch entschieden haben, dass sie das an die Öffentlichkeit bringen wollen. Aus diesem Grund machen wir mal was ganz Neues heute Nachmittag. Wir haben zwei Studiogäste da. Diana Böttcher ist noch da, die trinkt jetzt momentan noch ganz gemütlich Kaffee, wird sich nachher zu diesem Thema auch noch äußern als Straßenbahnfahrerin. Vielleicht, Herr Müller-Marschhausen, lassen wir uns nochmal zurück zum Thema Nachhaltigkeit. Es gibt ja auch einen sogenannten Nachhaltigkeitsbericht. Also das ist jetzt keine Geschichte, dieses Thema, was Sie so aus der Luft greifen, sondern Sie beschäftigen sich schon länger damit und eben auch ziemlich ausführlich. Genau. Also moderne Unternehmen, die berichten eben nicht nur zu ihrer Bilanz und zu den Euros, sondern die berichten eben auch, was sie tun, um gesellschaftlich und sozial aktiv zu sein und was sie tun natürlich auch, um im Sinne der Umwelt aktiv zu sein. Das kann man auch alles nachlesen im Internet. Genau, das kann man nachlesen. Wir haben auch den Nachhaltigkeitsbericht eingestellt unter www.lvb.de/nachhaltigkeit. Und da sind natürlich viele Details zu allen Aktivitäten und Maßnahmen, die wir im sozialen, im gesellschaftlichen Bereich, im Umweltbereich und natürlich auch in Sachen Wirtschaft, Finanzen unternehmen. Nun ist ja Nachhaltigkeit schon ja ein bisschen sowas wie ein Modewort geworden. Was da eigentlich konkret dahinter steckt, darüber werden wir gleich noch plaudern. Außerdem für Sie, ganz wichtig, heute wieder ein toller Preis. Sie gewinnen eine Ballonfahrt über Leipzig. Bleiben Sie dran. Die Radio Leipzig Sonderfahrt. Unterwegs mit den Leipziger Verkehrsbetrieben. Wir plaudern mit Peter Müller-Marschhausen, er ist Personalleiter der Leipziger Verkehrsbetriebe. Es geht heute um das Thema Nachhaltigkeit. Entsprechende Aushänge sind, lassen wir uns mal sagen, Herr Marschhausen, ich glaube so ab morgen oder genau, dann eben in den nächsten Tagen wird man das wohl finden ab in den morgen Bahnen. Morgen werden unsere Fahrgäste das bunte Plakat zum Thema Nachhaltigkeit, Mensch, Umwelt und Wirtschaft in unseren Bussen und Bahnen finden. Und wir haben gerade mal drüber geplaudert, Nachhaltigkeit, viele sagen, das ist so ein neudeutsches, modernes Wort, das ist schon relativ alt und kommt aus dem Wald. Genau, ist gar nicht so modern, ja. Kommt nämlich schon aus dem 18. Jahrhundert, als die Industrialisierung in England eingesetzt hat und mit den Dampfmaschinen brauchten die natürlich unheimlich viel Holz, haben das Holz aus den Wäldern geholt, gerodet und irgendwann haben sie erkannt, dass sie bald kein Holz mehr haben werden. Und da haben sie dann dran gedacht, nachzupflanzen. Nachhaltige Forstwirtschaft heißt eben, das Holz so anzupflanzen, dass auch dauerhaft Holz für die Dampfmaschinen vorhanden war. Ja, was bedeutet das jetzt für die Leipziger Verkehrsbetriebe? Genau, das heißt nämlich Zukunftsfähigkeit sichern. Bedeutet also, dass es ja wirklich darum geht, auch das hatten wir vorhin schon mal kurz ein bisschen angerissen, alle mitzunehmen. Sie sind ja jetzt nicht nur dafür für eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe, sondern junge Menschen, alte Menschen, mittelalte Menschen, also mit ihnen sind alle unterwegs. Ja, und sie haben ja auch eine Verantwortung für die Stadt insgesamt und das ist ja auch ein Stück weit Nachhaltigkeit, die sie erleben. Genau, Nachhaltigkeit bedeutet eben auch, alle Bevölkerungsgruppen mitzunehmen, Mobilität für alle anzubieten, für die ganz Jungen, für die Alten, für mobilitätseingeschränkte Menschen,
für Eltern mit ihren Kindern. Und genau darauf müssen wir unsere Angebote einfach zuschneiden, damit wir jeden mitnehmen können. Das geht nach außen. Für Sie als Personalleiter ist es sicherlich auch nach innen wichtig, also so die Innensicht zu haben und zu gucken, wie kriege ich nachhaltig motivierte, gute Mitarbeiter für die Leipziger Verkehrsbetriebe ran? Also wie motiviere ich die? Wie bleiben die an der Stange? Und wie sieht da die Entwicklung in 10, 20, 30 Jahren aus? Ja, genau. Das ist wie in der Forstwirtschaft, wie im Wald. Wir müssen nämlich dafür sorgen, dass neue nachwachsen. Wir werden in den nächsten Jahren viele Altersteilzeitabgänge haben und wir müssen natürlich die altverdienten Mitarbeiter auch durch junge ersetzen. Und deswegen setzen wir so stark zum Beispiel auf das Thema Erstausbildung, berufliche Erstausbildung, Schulabgänge einstellen. Da wird viel gemacht. Also nachwachsen, den Leipzigern können wir sagen, den jungen Leipzigern, ja, fortpflanzen ist da auch ganz wichtig. Ja, das ist also immer genau, das ist natürlich auch ganz wichtig. Okay, wir werden gleich mal weiter plaudern. Eine Frage habe ich noch, Herr Müller-Marschhausen. Sind Sie schon mal Ballon gefahren? Waren Sie schon mal? Ja, ich bin schon mal Ballon gefahren und es ist eine super, super Erfahrung. Okay, wenn Sie das auch mal machen möchten und jetzt am Radio sind, dann haben Sie Glück, weil wir verschenken heute Nachmittag noch eine Ballonfahrt. Wie das ganz genau geht, das verrät uns gleich Christine, unsere Morgenmittel-Christine. Die ist nämlich wieder unterwegs in Leipzig. Mehr dazu in ein paar Minütchen, bleiben Sie dran. Die Radio Leipzig Sonderfahrt. So, das müsste ja unsere Christine jetzt auch schon hören. Ja. Bist du denn schon da? Ja, ich fühle mich auch wie in Flammen aufgehen. Ja, schön warm. Ja. Also ich wollte noch sagen, dafür machen wir gerne mal Überstunden, andere und die Morgenmädels ausnahmsweise auch mal am Nachmittag. Das liegt zum einen daran, dass wir jetzt gerade Christines Lieblingsband gespielt haben, die Stolzis. Ja, genau. Und zum anderen liegt das an den Leipziger Verkehrsbetrieben. Wir sind nämlich wieder unterwegs. Aber Christine, weil du jetzt gerade gesagt hast, Flammen aufgehen und so weiter, du bist noch nicht in der klimatisierten Straßenbahn, nehme ich an. Nein, ich bin noch nicht drin. Ich sitze quasi noch an der Haltestelle. Ich bin heute in Schkeuditz. Mhm. In 10 Minütchen kommt meine Bahn und dann, ist es nicht mehr ganz so heiß. Genau, doch nicht zu viel verraten, reden wir gleich nochmal drüber. Ja. Die Radio Leipzig Sonderfahrt. Unterwegs mit den Leipziger Verkehrsbetrieben. Jetzt sagen wir nochmal Hallo, Herrn Peter Müller-Marschhausen, Personalleiter bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Herr Müller-Marschhausen, wir sind beim Thema Nachhaltigkeit, ja, also wirklich zukunftsfähig bleiben im weitesten Sinne. Das hat ja auch was logischerweise mit dem zu tun, worauf die Straßenbahnen in Leipzig unterwegs sind. Wenn wir jetzt mal dieses Beispiel einfach wahllos rausgreifen, zum Beispiel den Schienen. Aber ich finde, da kann man es relativ praktisch festmachen. Man kann ja eben nicht so lange drauf rumfahren, bis die Schienen komplett abgewetzt sind oder so, da muss man ja was tun. Da muss man ja eben auch ein Stückchen weiter vorausplanen und denken. Genau, Nachhaltigkeit heißt nämlich auch, dass wir nicht auf die Kosten und Kosten der Substanz fahren, sondern dass wir permanent investieren in die Schienen, damit unsere Straßenbahn nicht rausspringen, sondern ruhig fahren. Das wollen wir natürlich auch in Zukunft, in den nächsten 20, 30 Jahren. Und da müssen wir natürlich auch die Finanzen für finden. Finanzen, zum einen Nachhaltigkeit, dazu gehört aber eben auch Umweltziele zu erreichen. Das spielt ja da wirklich eine ins andere rein. Und Umwelt, da sind wir wieder beim schönen Stichwort Elektromobilität. Auch hier haben wir gerade gesagt, Sie machen das ja schon seit 100 Jahren eigentlich. Ja, genau. Ja. Es wird ja unheimlich viel über Elektromobilität jetzt gesprochen. Da kann man den Eindruck bekommen, das Wort gibt es erst seit 5 Jahren. Wir haben ja hier mit den Straßenbahnen ein System in Leipzig, was eigentlich Elektromobilität pur ist und das schon seit 100 Jahren. Mhm. Und mit dieser strombetriebenen Straßenbahn tragen wir natürlich auch zu einer sauberen Luft in Leipzig bei. Das geht aber bei den Bussen weiter, Stichwort Hybridbus. Bei den Bussen weiter und da investieren wir ja gerade sehr stark in Hybridbusse, haben gerade 13 Hybridbusse in Betrieb genommen und werden noch weitere 5 jetzt reinnehmen, auf die Linie 89. Ich denke, dass die Leipziger Verkehrsbetriebe da einen ziemlich wichtigen Beitrag leisten, um die Umweltziele der Stadt Leipzig insgesamt zu erreichen. Ja. Ja, genau. Und als kommunales Unternehmen wollen wir das ja auch, haben dafür auch eine Verantwortung und tragen dazu bei, dass die Luft rein ist und dass es weniger Staus gibt und dass die Umweltziele der Stadt Leipzig erreicht werden. Und da frage ich doch jetzt mal nach, bei unserer Christine, ist die Luft rein? Also hier in Schreuditz ist die Luft rein, ja. Ich kann nicht mehr kommen. Funktioniert also. Funktioniert offensichtlich gut. Okay, Christine, erzähl mal, du wirst unterwegs sein heute Nachmittag und für all diejenigen, die es vielleicht noch nicht genau kennen, noch nicht wissen, wie es funktioniert, du zählst Menschen. Genau, ich zähle Menschen. Ich bin heute mal ein bisschen weiter rausgefahren. Mhm. Ich starte heute in Schkeuditz und nehme die 11 Richtung Markleeberg. Mhm. In 10 Minütchen fährt meine Bahn und ich werde Menschen zählen. Also ich setze mich in ein Straßenbahnwagenabteil und fange dann an zu zählen, wie viele sind drin, wie viele steigen aus, wie viele steigen wieder ein.
Sie am Radio sollten immer schön mitzählen, denn es lohnt sich, weil wie immer hat die LVB einen spektakulären Preis. So sieht's aus. Und zwar eine Ballonfahrt über Leipzig. Darüber haben wir schon gesprochen. Also unbedingt dranbleiben am Radio. Hören, was unsere Christine macht. Du wirst dich kurz nach 18 Uhr das nächste Mal wieder melden, okay? So machen wir das. Also, bis gleich. Die Radio Leipzig Sonderfahrt. Unterwegs mit den Leipziger Verkehrsbetrieben. So, und wir haben sehr, sehr nette Gäste von den LVB, von den Leipziger Verkehrsbetrieben eingeladen. Zum einen ist das Ladies First, Jana Böttcher. Jana, hallo schon mal. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Und Personalleiter Peter Müller-Marschhausen. Und Herr Müller-Marschhausen, jetzt gibt es eine ganz, ganz tolle Initiative von den Mitarbeitern, von den Fahrern und Fahrerinnen der Leipziger Straßenbahn. Was ist das? Ja, einige Straßenbahnfahrer haben sich Gedanken gemacht, was eigentlich gute Qualität im Straßenbahnfahrdienst bedeutet. Mhm. Und die haben aufgeschrieben, was sie tagtäglich tun, damit ihre Fahrgäste zuverlässig und angenehm von A nach B kommen. Finde ich toll. Da wollen wir jetzt mal mit der Jana Böttcher drüber plaudern. Jana, wir haben erstmal eins gemeinsam. Wir sind heute beide ungefähr zur gleichen Zeit aufgestanden. Stimmt? Sagen Sie mal so Ihre Aufstehzeit heute? Ich bin heute Morgen 2.40 Uhr aufgestanden. 2.40 Uhr. Das heißt dann die Frühschicht gemacht. Die ganz frühe Frühschicht. Die ganz frühe Frühschicht. Fängt wann an? 4 Uhr oder wann? Ja, kurz vor 4 habe ich in der Angerbrücke heute früh begonnen. Kurz vor 4, irre. Und Sie glauben gar nicht, Jana Böttcher sieht wirklich frisch aus, wie aus dem Ei gepellt. Also das ist echt irre. Kompliment. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, sondern mal kurz über die Initiative. Herr Müller-Marschhausen hat es gerade schon gesagt, die Fahrer, Fahrerinnen der Unternehmensgruppe der Leipziger Verkehrsbetriebe haben mal aufgeschrieben, was sie wollen, also was so ihre Ziele sind. Was steht da drin? Erzählen Sie mal. Da steht drin, dass wir nicht zu früh abfahren, dass wir immer freundlich sind, die Fragen der Fahrgäste zu ihrer Reise immer beantworten, für die Sauberkeit in unseren Fahrzeugen sorgen, mobilitätseingeschränkten Fahrgästen immer unsere Hilfe zukommen lassen und sie zu informieren, wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Vielleicht ist ja auch noch wichtig, Frau Böttcher, zu sagen, Sie sind ja keine Roboter, die Sie dort drin sitzen in den Straßenbahnen. Das ist ganz wichtig, das ist eigentlich unser Hauptanliegen, dass die Fahrgäste das richtig sehen, dass dort vorne Menschen aus Fleisch und Blut sitzen, die auch ein Familienleben haben, die auch nicht ferngesteuert sind, so wie eine Maschine zum Beispiel, sondern dass wir uns persönlich dafür einsetzen, dass die Fahrt für unsere Fahrgäste immer sicher und komfortabel ist. Also wirklich Menschen aus Fleisch und Blut, denen es auch schwerfällt, 2.40 Uhr aufzustehen, dann relativ schnell wach zu werden. Und immer freundlich sein. Jetzt hängen die Sachen seit ein paar Tagen noch nicht in allen Straßenbahnen, noch nicht in allen Wagen, aber schon in einigen. Gibt schon Resonanz? Gibt schon jemanden, der so sagt, oh ja, darf ich Sie mal ansprechen darauf? Oder? Mich hat bis jetzt eine Person angesprochen, das war meine Physiotherapeutin, wo ich immer zur Massage bin. Und die hat mich gefragt, ob ich das kennen würde. Und als ich das erst dann erklärt habe, wie das zustande gekommen ist, fand es sehr gut. Okay, finde ich auch klasse. Christine, wir machen jetzt mal einen Schwenk. Christine von André und die Morgenmädels, ja, heute in den Überstunden unterwegs in der 11. Und hast du es noch nicht entdeckt, glaube ich, oder? Weil du bist ja mit anderen Dingen beschäftigt, du zählst nämlich Menschen. Nee, also das Plakat habe ich noch nicht entdeckt, aber in meiner Straßenbahn sitze ich jetzt drin. Ich habe gesehen, vorne sitzt ein Mann, also ein Straßenbahnfahrer. Und ich kann auch nicht meckern, der fährt schon vorsichtig. Ich weiß ja, wir machen das ja jeden Monat mit der LVB zusammen. Und ich weiß, dass ich auch schon mal am Bahnhof Menschen gezählt habe. Und da habe ich die Straßenbahnfahrer wirklich bewundert. Also was dort an Fußgängern schnell noch drüber flutscht und die Autos. Und da wird ständig geklingelt und gehupt und hast du nicht gesehen. Also wie man da Nerven behält, da muss ich sagen, Hut ab, nicht schlecht. Hut ab, Kompliment. Das reiche ich mal an die Jana weiter jetzt. Jana freut sich, ist angekommen. Okay, schnell zu den Menschen, das ist ganz wichtig. Sie sollen nämlich mitzählen, das, was Christine jetzt macht. Etwa in 20, 25 Minuten gibt es dann ein Ergebnis. Wie viele Menschen sind aktuell dann bei Christine in der Straßenbahn? Wenn Sie das wissen und hier anrufen, dann gibt es eine Ballonfahrt. Welchen Stand der Dinge haben wir gerade? Also, ich bin jetzt gleich in Stameln und ich bin mit 4 Leuten in meinem Abteil gestartet. Ja. Also mit 4 ging's los. Ja. Mittlerweile sind 12 eingestiegen und nur 3 ausgestiegen. Okay, alles klar. Haben Sie es am Radio? Du hast es auch. Unbedingt mitzählen. Wir schalten dann gleich in 5 Minuten nochmal zu dir raus. Und dann wird es ja schon langsam spannend. Okay, also bis gleich. Die Radio Leipzig Sonderfahrt. Unterwegs mit den Leipziger Verkehrsbetrieben. So, und wir haben nette Studiogäste. Jana Böttcher ist da von den Leipziger Verkehrsbetrieben, Straßenbahnfahrerin, und Peter Müller-Marschhausen, Personalleiter bei den LVB. Jana, darf man eigentlich Radio hören beim Straßenbahnfahren? Ich glaube nicht, oder? Nein.
Das wäre aber mal eine schöne Einführung. Also eine, mal eine Neuerung. Ja, müssen wir mal, ich glaube, das würde zu sehr ablenken. Das würde zu sehr ablenken, ja. Wahrscheinlich, ja? Na gut, okay. Also, lassen Sie uns aber mal zurückkommen, weil Sie haben ja nun wirklich auch gut zu tun. Wir haben gerade eben schon ein bisschen geplaudert. Jetzt wird es möglicherweise noch mehr, weil möglicherweise auch noch mehr Fahrgäste auf Sie zukommen. Es gibt nämlich seit kurzer Zeit das sogenannte Fahrerversprechen. Das heißt, es sind in einigen Straßenbahnen jetzt auch schon Aushänge, wo drin steht, als Fahrerin bzw. Fahrer der Unternehmensgruppe der Leipziger Verkehrsbetriebe bin ich immer bestrebt, ich lese schnell nochmal vor, Sie sicher an Ihr Ziel zu bringen, nicht zu früh abzufahren, freundlich zu sein, Ihre Fragen zur Reise zu beantworten, für Sauberkeit in unseren Fahrzeugen zu sorgen, mobilitätseingeschränkten Fahrgästen Hilfe zukommen zu lassen und Sie zu informieren, wenn etwas nicht so läuft, wie es sollte. Jetzt meine Frage an Sie, Frau Böttcher, ist das nicht eigentlich alles eine Selbstverständlichkeit? Natürlich. Für fast alle. Ja, ja. Wir als Fahrer, für uns ist es wichtig, dass wir auch solche Kollegen zum Beispiel mit ins Boot holen, die das vielleicht bis jetzt noch nicht ernst genug gesehen haben. Gibt's tatsächlich ein paar, wo man sagen muss, hier kommt man hat, glaube ich, überall ein paar schwarze Schafe. Und ich glaube, indem wir die Latte einfach ein bisschen höher hängen, nehmen wir die mit ins Boot. Ist ja auch im Sinne der Kunden, weil das liegt ihnen ja sicherlich auch ein bisschen am Herzen. Dienstleistung ist nun mal unser Job und ich glaube, die Qualität ist ganz wichtig. Ja, ja. Das ist ja nun wahrscheinlich auch von der Kommunikation, muss ich jetzt mal mit dem Personalleiter kurz einen Schwenk, gar nicht so einfach. Wie viele Fahrerinnen, wie viele Fahrer gibt es bei Ihnen im Unternehmen, bei den Leipziger Verkehrsbetrieben? Wir haben über 1000 Straßenbahn- und Busfahrer. Über 1000, irre. Und wahrscheinlich wissen Sie es auch gut genug, dass es eben kein leichter Job ist. Nee, das ist ein sehr harter Job, der permanente Konzentration erfordert, natürlich auch viel Kundenorientierung. Und das ist wirklich eine enorme Leistung, ein großer persönlicher Einsatz, den unsere Fahrer und Fahrerinnen da tagtäglich bringen. Und mit dieser Initiative hier, und das finde ich wirklich klasse, da drücken die Fahrerinnen und Fahrer eben auch aus, was sie machen möchten und dass das die Kunden eben auch wissen sollen. Und Sie haben da auch positive Resonanz, also jetzt von den Fahrerinnen und Fahrern, also dass Sie jetzt als Personalleiter sagen, die kommen jetzt haufenweise und beschweren sich und sagen, nee, das wollen wir nicht, solche Aushänge und so weiter, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Ich bin sehr stolz, dass es diese Initiative von Fahrerinnen und Fahrern gibt, die sich darüber Gedanken machen und die das auch nach außen tragen wollen. Natürlich gibt es auch Kollegen, die sagen, nee, warum hängen wir das jetzt auf und ist das denn richtig? Ist doch sowieso selbstverständlich, müssen wir nicht veröffentlichen. Aber insgesamt ist doch die Rückmeldung positiv. Okay. Und Christine ist unterwegs in der 11 heute, ziemlich schnell unterwegs. Das geht relativ fluffig. Du bist in Schkeuditz gestartet. Wir haben vorhin mit der Jana Böttcher auch schon besprochen, dass sie bis jetzt als Straßenbahnfahrerin noch nicht geblitzt wurde. Also es kann theoretisch, Jana, kann aber passieren theoretisch, oder? Es könnte passieren. Sicher. Ja, wer zu schnell unterwegs ist, auch als Straßenbahnfahrer, blub, Blitz und dann kriegt man genauso wie... Ein schönes Foto. Kriegt man ein Foto? Okay. Da muss ich wohl jetzt lachen in der 11. Hallo. Ja, nee, du bist, sei denn, du fährst. Nee, du fährst ja nicht. Naja, aber vielleicht so. Nein, keine Angst, ich fahre natürlich nicht. Und der Fahrer, der fährt auch angemessen. Also ja, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Wir flutschen hier so durch Leipzig. Wir kommen gut voran. Wir sind jetzt gleich an der Straße. Ja. Und ich habe fleißig gezählt. Jetzt kommen wir mal zum Wesentlichen, weil für Sie geht es ja um eine Ballonfahrt über Leipzig. Wir hatten vorhin einen Zwischenstand von 13. Dürfen wir eigentlich nicht verraten. Also das war jetzt so ein persönlicher Service von Christine. Ja, okay, 13. Ja. Na, ich möchte ja auch was tun für die Kunden. Okay. Na, also 13 Zwischenstand. Und mittlerweile sind jetzt hier in meinem Abteil hinten 12 eingestiegen und 4 ausgestiegen. Okay, also bitte addieren Sie das, subtrahieren Sie. Wenn Sie nämlich in etwa 10 Minuten die richtige Zahl wissen, wie viele Menschen sitzen dann bei Christine in der Straßenbahn, einfach nur noch anrufen hier bei uns und schon gibt's eine Ballonfahrt. Machen wir das so? So machen wir es. Es gibt jetzt ein Fahrerversprechen und das ist jetzt ein Moderatorenversprechen. Ja, die Radio Leipzig Sonderfahrt. Unterwegs mit den Leipziger Verkehrsbetrieben. So, Morgenmädel Christine ist unterwegs, weil wir machen Überstunden, André, und die Morgenmädels machen wir gern einmal im Monat zur Sonderfahrt mit den Leipziger Verkehrsbetrieben. Und Christine hat Menschen gezählt in der 11 heute unterwegs von Schkeuditz in die Innenstadt. Wir hier im Studio haben fleißig mitgezählt. Ich habe ja nette Gäste, zum einen die Jana Böttcher, Fahrerin, Straßenbahnfahrerin bei den Leipziger Verkehrsbetrieben, und Peter Müller-Marschhausen ist da, Personalleiter. Wir drücken jetzt ganz, ganz doll die Daumen.
Daumen, dass es jemand schafft, nämlich hier A, bei uns durchzukommen und dann auch noch zu wissen, wie viele Menschen aktuell bei dir in der Bahn sitzen. Das würde uns jetzt mal interessieren. Der letzte Stand der Dinge war, glaube ich, 21, kann das sein? Ah, da hast du es wieder rausgeplatzt. Ja. 21 war der Zwischenstand und in der Zwischenzeit hat sich jetzt richtig viel getan. Ich musste ganz erzählen, man fühlt sich jedes Mal doch ein bisschen seltsam, wenn jemand hier so mit seinem Zettelchen sitzt und Striche macht, der ein- und aussteigt. Das ist schon lustig. Also es sind 33 Menschen eingestiegen in meinem Abteil und 8 ausgestiegen. So, 33 ein und 8 wieder raus. Wir kommen von 21. Haben Sie eine Idee, wie viele Menschen jetzt exakt bei Christine in der Bahn sitzen? Dann rufen Sie ganz schnell an. 03 mal 180 und die 9 ist die Nummer. Wir würden Ihnen gerne eine Ballonfahrt schicken. Ja, und schenken auch. Also wir schicken Ihnen den Ballon vorbei und dann schenken wir Ihnen die Fahrt. Ja, wir schicken Ihnen das, natürlich. André, du bist zeitig aufgestanden. Ich bin sehr zeitig aufgestanden, ja. Also 03 mal 180 und die 9 ist die Nummer für 3,9 Cent aus dem Festnetz. Da kann man schon mal anrufen für eine Ballonfahrt. Und ich bin ja gespannt, ob wir jemanden finden. Also nicht nur ich, bin ja nicht alleine hier. Diana steht noch hinter mir und der Peter Müller-Marschhausen. Und wir drücken jetzt natürlich die Daumen. Ist das jemand rauskriegt? Du kannst ja in der Zwischenzeit, frag doch mal Frau Böttcher, das würde mich interessieren, gibt es eigentlich viele Straßenbahnfahrerinnen oder eher Straßenbahnfahrer? Wie ist denn so der Anteil Straßenbahnfahrerinnen, Fahrer? Das weiß vielleicht der Müller-Marschhausen. Ist so 50-50 oder gibt es mehr Fahrer, mehr Männer als Frauen? Es gibt etwas mehr Männer. Der Frauenanteil liegt etwa bei 40%. Aber ich denke, das ist auch schon ein ganz guter Wert. Ist ein guter Wert. 40% ist ein guter Wert. So, jetzt haben wir vielleicht auch einen guten Anruf an der Leitung. Wir fragen mal nach. Hallo, hier sind André und die Morgenmädels, Radio Leipzig. Wer ist denn da? Ja, hier ist der Mike. Der Mike. Hallo Mike, das freut uns sehr, dass Sie anrufen. Weshalb rufen Sie an? Wegen dem Gewinnspiel. Wegen Gewinnspiel, richtig. Kannst du erzählen. Mike, wie viele Menschen sitzen denn jetzt bei Christine in der Straßenbahn? 46, wenn ich richtig gezählt habe. 46, sagt der Mike. Fahren Sie auch ab und zu mal Straßenbahn, oder? Eher selten. Eher selten. Aber das wird sich hoffentlich dann noch ein bisschen erhöhen, die Taktzahl. Hoffe ich mal, so in Zukunft. Ja. Sprit wird immer teurer. Wir haben ja heute viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Also 46. Christine, ist das richtig? Ja oder nein? Mike, wenn Sie mir in die Hand versprechen, dass Sie demnächst mal wieder Straßenbahn fahren, dann würde ich sagen, 46 ist richtig. Na wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Diana Böttcher und der Peter Müller-Marschhausen werden auch nochmal gratulieren. Sie überreichen das jetzt mehr oder weniger symbolisch, ja? Unseren herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch im Namen der LVB. Das wird ein großartiges Erlebnis für Sie. Ja, danke. Freue ich mich schön. Prima, Mike. Dann sag ich nochmal Dankeschön fürs Mitmachen. Einen schönen Abend noch. Schöne Grüße an alle und wir sehen uns demnächst in der Straßenbahn, ja? Ja, danke. Okay, bis dann. Das große Radio Leipzig Straßenbahn-Roulette. Die Radio Leipzig Sonderfahrt. Unterwegs mit den Leipziger Verkehrsbetrieben. So, da sind wir schon wieder im Finale für diesen Donnerstag. Es war sehr, sehr spannend. Gleich zwei Studiogäste heute. Zum einen Jana Böttcher, Fahrerin bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Und Peter Müller-Marschhausen, ist ja schon ein guter Bekannter hier bei uns in der Sendung, Personalleiter bei den LVB. Jana Böttcher, uns beide macht gemeinsam, dass wir heute sehr früh aufgestanden sind, 2.40 Uhr. Diana Böttcher, das hatten wir gerade eben schon besprochen, hat gerade die frühe Frühschicht, die um 4 anfängt. Ja. Um 4. Da muss man relativ gut drauf sein, glaube ich, wenn man dann so ist ja jetzt, obwohl wir noch Sommer haben, auch schon dunkel. Ich glaube, dass es da hilft. Wir haben ja vorhin viel über das Thema Fahrgastversprechen geplaudert. Das ist ja neu, das ist eine Initiative der Fahrerinnen und Fahrer. Findet man jetzt auch in vielen Bahnen als Aushang. Ich glaube, dass es wichtig ist, so dieser gute Kontakt zwischen Fahrgast und Fahrer. Ich glaube, das hilft allen Beteiligten, oder? Richtig. Erstmal schaffen wir bei dem Fahrgast Verständnis für die Arbeit, die wir leisten, die wir natürlich für unseren Fahrgast auch leisten, ganz klar. Mhm. Und dieser gute Kontakt zum Fahrgast schafft immer auch eine gegenseitige Hilfe. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, okay. Und wenn Sie das jetzt gehört haben im Radio, sehen Sie vielleicht auch morgen die Fahrerinnen und Fahrer auch mal mit anderen Augen. Ja, jetzt haben Sie erstmal mit anderen Ohren gehört. Sehen Sie auch mit anderen Ohren. Morgen wieder Frühdienst? Morgen auf der 11. Morgen auf der 11. Sehr schön. Also achten Sie mal drauf, wenn Sie morgen ganz früh unterwegs sind. Das zweite große Thema heute Nachmittag, Peter Müller-Marschhausen, war Nachhaltigkeit. Das wird dann ab morgen auch in vielen Bahnen hängen, nämlich ein Plakat, ein Aushang, wo draufsteht LVB. Im Einklang mit Mensch, Umwelt
und Wirtschaft. Wenn wir das nochmal ganz kurz zusammenfassen, das ist ja nicht nur eine leere Worthülse. Das ist keine leere Worthülse. Hier geht es darum, dass wir echt eine Balance schaffen, nicht nur im Punkto Finanzen und Wirtschaft, sondern eben auch die Umweltziele der Stadt Leipzig unterstützen und verfolgen und natürlich auch die Menschen, das heißt die Bürger von Leipzig, aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick behalten bei allen Entscheidungen, die wir im Unternehmen treffen. Und manchmal feiern wir dann auch mit allen, feiern Sie dann auch mit allen, also sowohl mit Ihren Fahrgästen, mit Ihren Kunden, aber dann eben auch mit den Mitarbeitern und da steht der nächste Termin schon wieder ins Haus. Ja genau, das ist der LVB Familientag, den möchten wir gerne gemeinsam mit unseren Fahrgästen und natürlich auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deren Familien feiern, und zwar am 18.09., 18. September auf dem Sportplatz der neuen Linie. Da freuen wir uns auch riesig drauf. André und die Morgenmädels dürfen auch wieder dabei sein. Wir haben das im letzten Jahr schon gemacht und es hat totalen Spaß gemacht. Also können wir Sie wirklich einladen. Ja. Wir werden sicherlich vorher da auch nochmal drüber reden, aber merken Sie schon mal vor, 18. September lohnt sich. Das wird ein toller Tag. So, den wünsche ich Ihnen jetzt auch noch, also den Rest vom Tag. Ja, es war sehr, sehr spannend. Möchte mich nochmal herzlich bedanken bei der Jana Böttcher. Zum einen eine schöne Frühschicht und wie gesagt, ab morgen fahre ich anders Straßenbahn, als ich das bisher getan habe. Und ein großes Dankeschön auch nochmal an Peter Müller-Marschhausen, Personalleiter der LVB. Sagen Sie schöne Grüße an alle 1000 Fahrerinnen und Fahrer. Das werde ich definitiv tun und ich hoffe, es haben heute auch viele zugehört. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Die Radio Leipzig Sonderfahrt. Unterwegs mit den Leipziger Verkehrsbetrieben.